Hallo, ihr beiden. Was macht ihr denn hier? Oh, wir haben einen Notfall. Ein Notfall? Und wen habt ihr da mitgebracht? Pepe, unser Klassentier. Klassentier? Von welcher Klasse denn? In der 1A, in der Marienschule in Hadern am See. Oh, von der 1A, okay. Und was ist passiert bei Pepe? Er hat sich beim Sport den Hals gebrochen. Den Hals gebrochen beim Sport? Okay. Ich hab dein anderes Auto erwartet. Und das tut ihm ganz schön weh wahrscheinlich. Was hat er denn für Beschwerden? Ja, er hat ganz dolle Schmerzen und kann seine Arme und Beine nicht mehr so gut bewegen. Verstehe, okay. Dann wollen wir ihn mal mit ins Krankenhaus nehmen und gucken, wie wir ihm helfen können. Einverstanden? Dann ja. Komm mal mit. Ja. Hallo, hallo zusammen. Morgen. Oh, ihr bringt den Pepe. Ich habe das Bettchen schon fertig gemacht. Oh. Wollen wir den ins Bett legen, damit er versorgt werden kann? Ja. Das ist eine super Idee. Wir decken das Ganze auf. So, jetzt liegt Pepe schön im Bettchen und die Schwestern, die kümmern sich darum, dass es Pepe gut geht. Und wir bringen jetzt gleich Pepe in den OP. Einverstanden? Ja. Super. Dann bereite ich ihn jetzt vor. Mhm. Klasse, super. Bis später. Bis später. Tschüss! Tschüss! Alles Gute! Warum kommt der Pepe denn in ein neues Bett? Der Pepe, der kommt jetzt zu mir auf die OP-Liege, damit wir ihn gleich mit in den OP nehmen können. Weil im OP muss es immer schön sauber sein, damit alle Wunden gut verheilen können. Jetzt fahren wir mit Pepe in den Einleitungsbereich, wo er recht schön einschlafen kann. Hier ist nämlich auch ein wunderschöner Himmel zu sehen, damit es hier ein bisschen schöner aussieht und nicht so dunkel. Katja, die Katja ist von der Anästhesiepflege und die kümmert sich jetzt um Pepe. Und Katja, was machst du denn eigentlich jetzt? Also wir sorgen jetzt hier dafür, dass der Pepe gleich richtig schön ruhig einschlafen kann und dass er sich ganz wohl und gut fühlt und überhaupt gar keine Schmerzen hat. Also der schläft bei der Operation? Der wird die ganze Zeit tief und fest schlafen und wird hoffentlich sogar was Schönes träumen. Und merkt er was, wenn wir an dem reparieren und operieren? Muss Nein, der Angst haben? Der muss gar keine Angst haben. Wir passen die ganze Zeit sehr, sehr gut auf Pepe auf und Pepe braucht überhaupt keine Angst haben. Das hört sich gut an. Habt ihr noch Fragen? Ja, ich habe eine Frage. Wofür ist dieser kleine dünne Schlauch da? Dieser dünne kleine Schlauch, damit können wir überprüfen, ob der Pepe auch ausatmet. Weil das ist ganz wichtig. Dann sehen wir nämlich, dass der Atemweg frei ist und dass der gut Luft bekommen kann. Und wofür sind die dicken Schläuche? Über diese dicken Schläuche bekommt der Pepe ganz viel Luft und ganz viel Sauerstoff. Dass es ihm die ganze Zeit ganz, ganz gut geht. So, das ist jetzt hier der OP-Saal. In diesem Saal wird der Pepe jetzt gleich repariert. Hier viele Geräte. Oh ja, die werden alle benötigt für die OP. Wir bereiten gerade das Instrumentarium für die nächste Operation vor. So. So. Was piept denn da? Da piept die Herzfrequenz. Da können wir einmal sehen, wie schnell das Herz schlägt. Und wir können sehen, ob die Sauerstoffsättigung im Blut auch gut ist. Jetzt machen wir den Pepe schön sauber, wir desinfizieren den, da wo wir operieren wollen, also hier am Kopf, am Hals, dass keine Bakterien oder Viren mehr da sind, dass das schön sauber ist. Jetzt fangen wir gleich an mit der Operation. Den Pepe haben wir jetzt hier schön hingelegt. Und was wir jetzt machen wollen, wir wollen hier der obere Teil vom Hals und seinen Kopf, das wollen wir wieder verbinden mit seinem Rumpf hier, weil den Hals hat er sich ja gebrochen. Und dafür benutzen wir ganz helles Licht, dass wir gut gucken können. Und zum Vergrößern nehmen wir so ein Mikroskop. Da können wir die Gegend, in der wir operieren, ganz, ganz groß darstellen, damit wir ganz genau operieren können, damit wir das möglichst gut für Pepe machen können. Und das wollen wir jetzt mal probieren. Hallo, und jetzt? Kann sein. Da. Guck mal, da ist sogar eine Naht.
da. Da, ne? Guck mal da. Da. Da ist eine Naht. So. Das müssen wir hinterher wieder zumachen, okay? Jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir so einen Dübel haben, ob der da überhaupt durchpasst. Nee, der passt da noch nicht durch. So, das ist 4 mm, das muss gerade so durchpassen. Hier ist ein Dübelchen, was wir jetzt von unten nach oben hochgeschoben haben. Das wollen wir hier noch ein bisschen etwas, da ist das drin. Das wollen wir jetzt hier noch ein bisschen reinsetzen. Ich hoffe, dass das klappt. So, der muss da rein jetzt. Gut, wir haben jetzt den Dübel von hier unten reingebracht in die Halswirbelsäule von dem Pepe und haben den Dübel bis ganz oben an die Unterseite von dem Kopf gedreht und jetzt ist er wieder dran. So, und man kann ihn auch drehen, so wie ein echter Pepe. Und jetzt müssen wir das Ganze noch hinten die Haut zumachen, dann kriegt er noch ein Pflästerchen und dann kann Pepe sich wieder erholen. Jetzt nehmen wir den Pepe wieder zu, mit einer ganz feinen Nadel machen wir den die Haut wieder zu. So, der Pepe jetzt kannst du ist fertig. Das wäre aber interessant, das zu sehen. Pepe, bist du wach? So, der Pepe ist jetzt wieder wach geworden, der hat die Operation gut überstanden, es hat alles ganz toll geklappt, der Kopf ist wieder dran, der Hals ist wieder repariert. Und jetzt muss er sich aber noch ein paar Tage erholen. Das bleibt er bei Schwester Conny und bei ihren Kolleginnen und Kollegen. Und die Physiotherapie, die übt mit ihm schön Übungen, dass er wieder fit wird. Und nach 3-4 Tagen, dann kann er wieder nach Hause zu euch in die Schule. In welche Klasse geht er nochmal? In die 1a. In welcher Schule war das? In der Marienschule. In welcher Stadt? In Heidelberg am See. Super, so machen wir das. Okay? Tschüss. Ja, tschüss.